Hallo Leute, willkommen zurück zu Krastorio, wo wir letztes Mal verschiedene Sachen verbessert haben, so dass wir heute mehr Glas bekommen. Okay, da kommt noch nicht wirklich viel mehr Glas durch. Aber ich nehme an, wenn wir... Ja, hier haben wir wieder mehr Glas. Das ist... Ja. Und das liegt hauptsächlich daran, wie viel Sand wir hier durchbekommen. Hier kommt ein volles gelbes Band raus, zumindest im Moment. Und wir haben etwas auf Vorrat hier in der Kiste, im großen Container. Wir haben auch uns darum gekümmert, dass wir von extern Öl rankarren können. Wir haben ein zweites Steinfeld angeschlossen. Und ich denke, was wir demnächst machen müssen, ist ein zweites Feld für seltene Metalle anschließen. Dieses hier. Aber heute wollen wir uns um weitere Technologiekarten kümmern. Technologiekarten für Optimierung und Technologiekarten für Materie. Und die brauchen beide leere Technologiekarten, wie alle anderen Technologiekarten auch, und Weltraumforschungsdaten. Weltraumforschungsdaten haben wir hier. Bekommen wir von unseren Raketenmissionen. Darum denke ich, wir ziehen das einfach mal hier nach unten runter und dann machen wir das so. Und wenn wir schon dabei sind, weitere Karten anzuschließen. Das heißt dann ja auch wahrscheinlich, irgendwann werden wir mehr Karten da im in unseren Laboren haben. Und derzeit ist das so ein bisschen so, die Karten, die wir haben, die legen wir auf Bänder und dann müssen wir schauen, dass wir die Dinge von den Bändern dann auch reinbekommen. Die brauchen wir, glaube ich, nicht mehr. Darum denke ich, vielleicht macht es Sinn, künftig dann da nicht mehr mit Bändern zu schaffen, sondern mit Logistik. Denn dann können wir wirklich die Karten ranschaffen, die wir auch benötigen. Drum entferne ich hier mal all die Knickarme, die was rausknicken, und wir machen das einfach mal so auf Zuruf. Dann ein schönes Setup für die Technologiekarten, für die Lehren haben wir hier. Wir brauchen einmal die
die Kupferkabel und das reicht dann aus für zweimal die Karten. Wenn wir das hier hinmachen, dann brauchen wir hier Kupfer dran. Und hier Eisen. Und wahrscheinlich können wir Eisen, hier sind wir, Eisen können wir von unten rausnehmen. Gleich wie Kupfer. Aber wir brauchen auch Strom. Wir brauchen vielleicht auch sowas in der Richtung. Fast. Schalten wir doch rasch das Gitter ein. Aha! Kopieren wir uns doch einen hiervon mit Anforderungskisten. Und dann brauchen wir Roboports. Hier einen. Machen wir das so. Und dann haben wir hier die das Setup mit dran. Und hier haben wir dann das andere Band. Jetzt müssen wir nur noch wissen, wie viel 25 und Quantencomputer. Aber da bekommen wir 5 raus, das heißt die 25 Sekunden für die Herstelldauer teilen wir durch 5, dann sind wir bei 5 und Quantencomputer habe ich glaube ich noch nicht automatisiert. Das heißt, ich springe da rasch mal rüber, suche mir eine Maschine, die noch nichts eingestellt hat. Quantencomputer, der braucht KI-Kerne. Die KI-Kerne, die brauchen die Salpetersäure. Machen wir doch einfach mal hier oben. Und ich weiß, von denen werden wir immer zu wenig haben.
Das irgendwann werden wir da eine ordentliche Leitung aufbauen müssen. Und so ein Quantencomputer hat ein Herstelltempo von 3. Da muss ich mir diesen zu Hilfe nehmen. Die Karten. Wir wollen eine Karte pro Sekunde sind 2 Quantencomputer. Okay. Das bekommen wir hin. Quantencomputer 2 Stück, das reicht mir. Zumindest fürs Erste. Und dann die anderen Karten, die hier. Die brauchen das. Und das ist etwas komplexer. Schauen wir uns das doch hier an. Auch hier wieder eine Karte pro Sekunde. Zwei auf zwei. Das heißt, ich kann die eigentlich direkt reinknicken. Und soweit ich das gesehen habe, die könnte ich sogar hier vorne machen. Die brauchen keine speziellen Weltraumforschungsdaten oder sonst was, was ich erst weiter hinten bekomme. So. Und auch hier und wir das alles mal schön platzieren. Und dann muss ich noch auf die Quantencomputer warten. Sobald ich die in der Tasche habe, denke ich, können wir die beiden Produktionslinien für unsere neuen Technologiekarten abschließen. Die Quantencomputer sind angekommen. Und nun können wir hier auch die Forschungen fertig machen. Hier für die Technologiekarten. Da müssen wir mal kurz und mal lang knicken. Und dann geht das einmal raus in eine Kiste
Und da haben wir die Karten. Und hier habe ich den ersten Schritt schon mal. Nein, es ist der zweite Schritt. Denn der erste Schritt, das ist der hier, wo wir dann hier insgesamt 4 Materialien rankarren müssen. Unter anderem das hier. Dann Kunststoff. Lithium und Imasit-Kristalle. Das so mache. Wird das raus und dann hier das Lithium hier einen roten Tunnel raus. Voilà. Das ist der Eingang und der Ausgang, der ist hier. Da fehlen einfach noch die Greifarme. Und dann haben wir das hier mit auf dem Band. Hier bräuchten wir dann wahrscheinlich noch ein paar Greifarme für den Input. Und dann laufen auch die Quantencomputer. Wenn wir das natürlich richtig anschließend tun. Gut. Und der letzte Schritt, den wir hier noch machen müssen, ist ein bisschen unsere Labore umbauen. Ich habe schon mal all die Bänder abgebaut. Denn die brauchen wir nicht mehr, wenn wir die ganzen Forschungsdaten mittels Roboter herankarren. Aber dafür brauchen wir dann auch die Logistik. Drum packe ich hier mal alles zusammen. Und dann werden wir mal schauen, wie wir ein vernünftiges Layout hinbekommen, welches kompakt ist und effizient. Denn ich möchte hier mit Produktivitätsmodulen wie auch mit Geschwindigkeitsmodulen arbeiten. Die Geschwindigkeitsmodule hauptsächlich, um den Geschwindigkeitsverlust, den wir durch die Produktivitätsmodule uns einfangen, zu kompensieren.
wenn ich hier mal all die so, dann packen wir hier noch all die Karten ein, die so rumliegen. Voilà. Gut. Dann, wenn wir hier eine Anforderungskiste haben mit vier Laboren rundherum, und dann hier in den Ecken jeweils Beacons mit Speed-Modulen. Und das sollte dann eigentlich genügen. Das heißt, hier stellen wir einfach noch ein, dass wir die Technologiekarten wollen. Die grünen, die Militär, die blauen, die violetten, die goldenen, die schwarzen und die türkisen oder was für eine Farbe das auch immer ist. Und dann können wir das so platzieren. Wie viele Labore habe ich noch? Gut. Dann machen wir hier etwas davon. Und dann können wir mit weiterer Forschung loslegen. Das hier, das ist alles unendlich Forschung. Oder das meiste davon. Was uns hier wirklich dann interessiert, sind die hier. Und die verbesserte Technologiekarte, die braucht einiges. Geschwindigkeit und Produktivität. Und damit sollten wir forschungsmäßig doch etwas zu tun haben. Und damit sind wir dann auch am Ende von dieser Folge. Und wir müssen effektiv mal schauen, was wir nächstes Mal machen. Was noch offen ist, ist dieses Feld anzuschließen. Verschmutzungsmäßig sieht es soweit okay aus. Da überrennen uns nicht schon die nächsten Aliens. Von dem her keine Sorgen. Also, bis zum nächsten Mal und tschüss!